einen wunderschönen guten Morgen hier zu unserem dritten Advent Morning Stream. Ja, warum bin ich heute hier? Wir sind hier bei Minecraft Continuum und ich dachte, wenn ich ja schon eine Aufnahmesession mache, dann machen wir die auch bei Twitch, übertragen die live. Schauen wir doch mal, ob da jemand zuschaut oder nicht. Es ist mir relativ egal. Die Folgen werden natürlich auf YouTube erscheinen. Und, warte mal, ich muss mir mal Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Und, ja, wir sind hier bei Minecraft Continuum für die Zuschauer bei Twitch. Und, ja, es ist nicht ganz einfaches Modpack. So, was wollen wir denn heute machen? Ich habe ein paar Sachen fertig gemacht seit der letzten Folge. In der letzten Folge bei YouTube haben wir hier ein bisschen Sache automatisiert, haben hier eine Walzmaschine gebaut und einen Kompressor. Und jetzt wollen wir doch mal ganz schnell in unser Questlog reinschauen und schauen noch mal, was da Sache ist. Und zwar sehe ich hier, habe ich festgestellt, da fehlt uns ja noch das Hero to Sarah. Ne? Hab mich eigentlich gewundert, weil haben wir ja hier eigentlich schon fertig. Aber hier ist nochmal was. Hero to Sarah. Das heißt, wir werden heute als erstes den hier mal machen. Ja. Ein Transfernot-Item für Items bauen. Das ist ja relativ einfach. Und da bekommen wir auch Nummer 32 Transferpipes zur Belohnung. So, und dann haben wir gestern auch zufällig diese Queste da erfüllt. Da wollen wir doch unsere Belohnungen gleich mal einsacken. So, noch mal eine Loot-Chest. Mal gucken, was da alles drin ist. So, und dann will ich doch mal gucken. Wir werden heute dann als erstes dieses hier fertig machen und schauen, ob es dann hier quasi weitergeht. Und das hier werden wir dann auch erledigen heute, hoffe ich doch mal, in dieser Aufnahmesession. So, wir werden so, sag mal, alle 20 bis 30 Minuten eine kurze Pause machen, weil es ist ja schon für mich ziemlich anstrengend. Ich bin auch gesundheitlich noch ein bisschen angeschlagen. Und ja, was ich auch noch machen wollte, ich habe auch mal überlegt, wir haben vor einiger Zeit diese Excavate Modifier gebaut, weil es einfach im Questlog stand. Und dann dachte ich, okay, irgendwie einen Sinn wird es haben. So, und irgendwo, da ist noch mal eine Loot-Chest. Wir haben 4 Loot-Chests zum Öffnen. Das machen wir jetzt hier gleich mal als erstes. Wow, Nickelbarren. Naja, können wir brauchen. So, und was haben wir hier? Toast-Sandwich. Sandwich sind immer gut. Und Goldbarren, naja, 2 Stück. Und Kohle. Kohle können wir auch brauchen. Okay, dann haben wir die jetzt mal geöffnet. Schön. So, und jetzt will ich mal was ausprobieren, bevor wir weitermachen. Und zwar mit diesem, ob das da reingeht. Geht da rein, okay. Können wir das auf die Eisenspitzhacke? Nee. Nicht genug Modifikatoren. Das heißt, wir müssen die noch ein bisschen leveln. Gucken wir mal bei der Obsidian-Spitzhacke. Jawohl. Excavate. Oh, oh. Und alle weg. Ist ja cool. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Und wir werden die auch gleich mal reparieren. Mal kurz hier die Kohle aufräumen. Ich hoffe, dass das einigermaßen flüssig bei euch ankommt. Goldbarren hauen wir da rein. Ich möchte hier versuchen, das wird natürlich im Lauf der Zeit wieder absolut katastrophal werden, mein Inventar. Ich versuche es immer so vor der Aufnahme aufzuräumen und danach sieht es wieder aus am Schluss wie Sau.
Obsidian. Obsidian? Irgendwo hatte ich Obsidian. Obsidian. Ich möchte nämlich die Spitzhacke reparieren. Und das will ich dann gleich mal ausprobieren. Obsidian, das ist doch. Nehmen wir mal zwei Blöcke mit und werden uns die Spitzhacke mal reparieren, ja. So, und warte mal. Wenn wir schon dabei sind am Reparieren. Nein. Hier sind sie, Eisenbarren. Reparieren wir mal das auch gleich hier. Mitsamt der Schaufel. Dass wenn wir was bauen oder buddeln müssen, dann haben wir das. Aber das mit der Obsidian-Spitzhacke, das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Und zwar gehen wir da mal geschwind runter in unsere Mine. Und werden mal testen, was die kann. Ne? Jetzt mit diesem Modifier. So. Kohle. Kohlebaum. Aha. Okay. Ach, das ist nur für Erze. Das ist ja interessant. Also wir können jetzt da nicht. Die baut immer noch einen ab. Okay, ich dachte, die baut jetzt. Ach, nur für. Ja klar. Nur für Erz. Okay, gut. Dann gehen wir wieder hoch. Und werden heute versuchen, unseren Immersive Engineering Part. Da geht's hoch. Abzuschließen. Aber die Ärzte gehen dann sofort ab. Okay, gut. Gut zu wissen, die Ärzte gehen dann alle raus. Naja, dann machen wir das. Ach, ich bin jetzt hier. Im unteren Ausgang. Und da oben ist unser Häuschen. Naja. Dann gehen wir mal hoch. Appetit. Sollten wir hier mal doch einen richtigen Aufgang machen. Es geht doch da hoch, ey. So, ich hoffe, dass der Chat wird einigermaßen gut übertragen. Ja. Wie gesagt, die Folgen könnt ihr dann auch bei YouTube anschauen. So, das sind wir wieder. Und ja, ich weiß, wir sollten mal ein bisschen Weihnachtsdeko machen. Aber ich habe dafür echt gar keine Zeit, ja. Gar keine Zeit dafür. Bauxit-Ohr, das kommt dann hier beim Crusher rein. Und was ich noch machen wollte, wir haben zu viel Bruchstein. Ich nehme mal da noch mal ein bisschen mit. Wir haben zu viel Bruchstein. Das tun wir gleich mal in Stein umwandeln. Ja, so machen wir das. Und könnt es dann mal einlagern. So. Schön. Okay, gut. Wir machen jetzt, heute. Hier. Transfer Node Fluids machen wir. Das werden wir jetzt heute mal bauen. Oder werden wir jetzt gleich mal bauen. So, Transfer Node. Transfer Node Fluids. Was brauchen wir dann? Elektrischen Schaltkreis kriegen wir hin. Refinite, Iron Blade haben wir sogar da. Silizium, Goldbarren, Kupferbarren und ein bisschen Redstone. Also Redstone
Gold, ja. Okay, das kriegt, das müssten wir eigentlich schnell hinkriegen. Silizium brauchen wir. Ich mach mal hier mal kurz ein bisschen Platz hier. So, das hier. Das hier dann einmal Gold. Gold. Kupfer. Und Redstone. So. Dann werden wir die Zaubermaschine wieder einschalten hier. Und werden uns den elektrischen Schaltkreis bauen. So, was brauchen wir noch? Eine große Leiterplatte. Ja, natürlich. Eine große Leiterplatte. Komm her. Eine große Leiterplatte. Wir brauchen mal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, der Massiv, egal. Und das sind wir hier bei der Schreinerei. So. 1, 2, 3. So, okay, das wird gebaut. Kupfer, das müssten wir noch haben. Eine Elektronenröhren aus Kupfer. Lue, Gold, Kupfer. Eine. Nehmen wir mit. So, wie sieht es hier aus? Schreinerei. So. Machen wir das wieder raus, weil ich brauche nur eine. Schön. Die Transferpipes haben wir auch. Das haben wir, das haben wir. Und die Eimer. Okay. Nehmen wir doch den Eimer hier. Transferpipes. Oh, es stürmt hier heute ganz gewaltig. Es stürmt. So. 4 Stück. Da habe ich keine. Wo habe ich denn die ganzen leeren Eimer? Ey? Einen leeren Eimer werde ich doch wohl irgendwo noch haben. Ne, da sind keine Eimer drin. Ah, ansonsten kommen wir machen unsere schnellen Eimer. Das ist doch kein Problem. Gehen wir mal schnell hier hinter. Ja, ich bin anscheinend heute mal wieder den ganzen Tag im Bastelkeller unten. So, okay. Boah, das dauert wieder. Das alter Verwalter. So, das haben wir. Dann müssen wir eigentlich alles haben. Ja. Dann hoffe ich doch mal, dass dann das abgeschlossen ist. Zack. Und es müsste heißen Quest Complete. Sehr schön. Dann gucken wir jetzt mal in unser Questbuch rein. Oh oh. Alter. So, jetzt gucken wir mal. Aha. Aha. Da sind sie. Guck an. Guck an, da sind sie. Warte mal. Den industriellen Fermenter. Den haben wir ja eigentlich schon gebaut. Aber den bauen wir jetzt nochmal ab. Den bauen wir nochmal ab. Und bauen den nochmal frisch auf. Damit das nämlich dann auch zählt. So. So, den bauen wir hier nochmal komplett ab. Quest complete. Okay. Jawohl, so gefällt mir das. Und 4 Büchsen Ethanol. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Zurück. Gut, dann werden wir jetzt dann als nächstes den Quest bauen. Ein Ölfeld. Da müssen wir dann nochmal auf Achse gehen. Müssen ein Ölfeld finden. Okay, wir bauen uns jetzt aber den industriellen Fermenter noch mal auf.
Da müsste man dann doch öfters mal noch ins schlaue Büchlein schauen, weil ich das leider auch nicht auswendig weiß. Fermenter. Fermenter, da ist er. So, gucken wir mal. Ja. Wir brauchen die hier. Das hier können wir eigentlich dann auch mal aufräumen. So. Ein Fermenter. 1, 2, 3. Fangen wir hier an. So. Wie war das? Ich guck immer. Ey, ich guck da immer rein, ey. So. Ja. Das kriegt man hin. Wo sind sie denn hier? Eins, zwei. Eins, zwei. Ey, ich habe das nie auswendig im Kopf. Ja, eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Ich habe mir schon ein paar Mal gebaut, aber ich kann mir das nicht alles merken, ey. So, und dann kommt da der Redstone-Block drauf. Hier. Und hier kommt der drauf. Und dann brauchen wir die Kessel. Die Kessel, die hauen wir jetzt hier drauf. 1, 2, 3, 4. Und da oben kommen dann die letzten drauf. Und dann ist unser Fermenter auch schon wieder fertig. Fermenter ist fertig. Da ist er. Da ist er. Okay, unser Fermenter ist fertig. Schön. Gut. Dann bauen wir jetzt den Squeeze. Ja, ich will das heute komplett fertig haben. Mal schauen, ob wir das alle schaffen. Den Squeeze. So, wir schließen den jetzt noch nicht ans Stromnetz an, weil der saugt uns eigentlich fast leer. Ne? Ja, leider können wir noch nicht so viel automatisieren. Aber das werden wir noch hinkriegen. So, ein Squeezer. Ein Squeezer. Das wird schon interessanter. 6 Steel Scaffold. Und 2 Fluid Pipes. Okay, gucken wir mal. Ups. Du bist ruhig hier. Fluid Pipes. Da haben wir auf jeden Fall. Warte mal. Was? Stopp. Halt, stopp. Jetzt gucken wir mal, was haben wir eigentlich hier drin. Wir brauchen, da haben wir 2 Steel Scaffolding. Wir brauchen, jetzt gehen wir mal auf Steel Scaffolding. So, wir brauchen Stahlbarren und Steel Rods. Und wie viel brauchen wir denn da noch? 6 Stück. Okay, machen wir mal kurz. Habe ich hier die 1, 2, 3. Und was brauchen wir noch? Und 3 Stahlbarren. Das ist ja noch das Einfachste. Oh, ja, meine Stimme her. Hm. Ja, das sind sie, die Stahlbarren. 1, 2, 3. Und dann bauen wir uns die gleich mal zusammen hier. So, okay, dann brauchen wir den Red. Das gehen wir mal auf Immersive. Add Immersive Engineering. Wir brauchen ein. Da, wo ist er denn? Die Fluid Pipes brauchen wir. Hier. Refined Iron Blades. Okay. 4 Stück. Wir haben noch im Lager. Eine. Okay, da gucken wir mal, wie viel Refined Iron wir noch haben. Ansonsten müssen wir uns. 12.
Nein, ist das? Ja.